ich wollte immer sehr gerne, dass aus Ponyherz mal ein Film werden kann. Und dass es jetzt hier passiert, ist natürlich was ganz Besonderes. Was für mich wichtig war bei Ponyherz, dass man nicht zu viel mit den Klischees des Pferdefilms spielt. Und was für mich von Anfang an bei diesem Projekt stand, war ein Mädchen und ein Pferd. Oh, bitte! Ich glaube, das ist eben genau die Poesie, dass es eben nicht nur darum geht, dass man Pferde bürstet und Hufe beschlägt, sondern es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Martha war meine absolute Favoritin. Das klingt jetzt immer so, als wenn man das extra fürs Making-of sagt, aber das war am Ende so. Du bist Anni, nehme ich an. Das ist natürlich auch ein mega geiles Gefühl. Ich bin jetzt wirklich diese riesige Rolle. Hey, genau. Christoph Littkowski und Sophie Lutz als die Eltern von Anni, was super gepasst hat. Anna Schut als Mutter von Pia fand ich ganz toll. Sechser im Lotto. Es ist wirklich so toll, mit denen allen zu drehen. Peter Lohmeyer als Onkel Peter, das war sehr früh der Wunsch schon. Ich hatte wirklich, wirklich Lust auf Pferde. Man nennt mich auch den Driver unter den Schauspielern. Also warum soll man mich nicht den Rider nennen unter den Schauspielern? Also was soll es sein? Mit Dieter, ja, das ist natürlich eine traumhafte Besetzung. Es bleibt natürlich unser Geheimnis. Die Geschichte ist sozusagen das schöne Kotelett. Und ich bin das kleine, hoffentlich dekorative Salatblatt am Rande. Was Lea und mir wichtig war in der visuellen Gestaltung, ist, dass wir immer sehr nah sowohl an Pferd als auch an Anni dran sind. Ganz tolle Kamerafrau. Toller Regisseur. Ist jemand, der seinen Beruf wirklich gut versteht, dazu noch hervorragendes Benehmen hat. Schafft er es wirklich, dass man sich gut in die Szene hereinversetzen kann. Geht zur Tür, es holt aus, es steigt, es springt, es haut gegen die Tür. Wir haben mit Vanessa und ihrer Crew da wahnsinnig erfahrene Horsemaster, die alle wissen, was geht und was nicht geht. Hier müssen wir mehrere Pferde, die so nicht in der Herde zusammenleben, zusammenführen. Und dann haben die Pferde auch bestimmte Aufgaben in der Herde. Jeder spielt seinen eigenen Charakter. Das haben wir so noch nie gehabt. Das ist eine Riesenherausforderung, aber ich glaube, das werden auch mit die schönsten Bilder. Ich habe ein paar Muster gesehen und da musste ich auch schon heulen. Das ist mir einfach so ans Herz gegangen. Das ist für uns halt das schönste Geschenk, wenn sich die Leute freuen über das, was die Pferde da leisten. Pony, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Als ich das Drehbuch gelesen habe, dachte ich, Mensch, toll für Kinder, aber auch für Erwachsene, so ein richtiger Familienfilm. Markus hat dem Ganzen einfach noch mal irgendwie so das Krönchen aufgesetzt. Er hat das Drehbuch perfektioniert, würde ich sagen. Was ich mir wünschen würde für den Film, ist, dass ganz viele Kinder, ganz viele auch Erwachsene reingehen und diese Faszination, die Anni für dieses Pferd empfindet, nachempfinden.